Wenn du jetzt sterben würdest. Oh, kleinen Besucher. Hallo. Also nochmal. Stell dir vor, du würdest jetzt im Sterbebett liegen und würdest sterben. Dein Leben wäre zu Ende. Und überleg dir, auf was du stolz wärst in deinem Leben. Auf was du zurückblickst mit einem tiefen Gefühl der Zufriedenheit und der Erfülltheit. Und auf was eben nicht. Auf was, wo du denkst, dass Sachen, wo du denkst, du hast dich zurückgehalten in irgendeiner Hinsicht und so weiter. Wo du nicht stolz drauf bist, wo du nicht dein Bestes gegeben hast, wo du nicht aus dem vollsten, tiefsten Herzen gelebt hast. Und diese Vorstellung, jetzt auf dem Sterbebett zu liegen, die Vorstellung ist ein starker Impulsgeber für Veränderungen. Weil da erkennt man dann, was wirklich wichtig im Leben ist. Da erkennt man zum Beispiel, dass es meistens eine völlige Illusion ist, Dingen gerecht zu werden, die andere von einem verlangen oder die man eben so macht oder die die Gesellschaft von einem fordert. Und da erkennt man dann, dass es einen nicht erfüllen würde. Wenn man in dem Moment jetzt da liegen würde und kurz vorm Sterben wäre, dann würde man darauf nicht, auf diese Dinge nicht zurückblicken und sagen, ja, ich habe so gelebt, wie die Gesellschaft es von mir erwartet und so gelebt, wie meine Eltern es von mir wollten und meine Großeltern von mir wollten und meine Freunde und habe niemanden vor den Kopf gestoßen und so weiter. Das ist nicht das, was einen im Endeffekt erfüllt und wo man dann sagen kann, okay, ich kann jetzt meine Augen schließen und kann zufrieden quasi in den Himmel aufsteigen oder was auch immer. Deswegen vorstellen. Man würde jetzt im Sterbebett liegen und würde sterben. Auf was wäre man stolz und auf was wäre man nicht stolz? Und das ist ein ziemlich guter Filter, um zu erkennen, was ist es, was wirklich zählt und was ist es, was eigentlich nicht zählt, was man eigentlich ein bisschen links liegen lassen kann, was nicht die Hauptaufgabe, die Hauptmission des Lebens sein sollte. Und dann das Leben auf diese Erkenntnis, auf diese neue Erkenntnis und auf diese wichtigen Dinge, auf das Herz ausrichten und danach leben. Das ist ein kleiner Tipp dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.